Besessener Faustschild. Den könnte ich erweitern. Bringt mir aber nichts, da er schnell ist. Schade. Wir bekommen ja ziemlich viele Sachen für die schnellen. Für die schnellen Sub-Weapons. Aber ich bin leider für die langsamen. Ist echt interessant, weil normalerweise mag ich langsame Waffen nicht. Aber hier in dem Spiel sind wirklich die langsamen Waffen so schnell, dass man damit sogar super umgehen kann. Und das soll schon mal was heißen. Okay, und nochmal Doppelsensen. Oha. Oh, Chance auf kritischen Schaden plus 5%. Endlich mal eine gute Fähigkeit. Oh, aber auf alles zu verzichten? Keine Verteidigung. 124 zu 92. Boah. Kein Schockschaden, aber es ist trotzdem besser. 64 bis 72, 53 bis 61. Ja, ja. Und Chance auf kritische Schaden höher. Wobei es bei dem nicht so... Halt, ist die Chance dann bei allen dann höher oder... Statistiken umschalten, kritischer Schaden 100%, Chance auf kritischen Schaden. Nee, die Zweitwaffe bleibt. Schade. Ich dachte, dass es dann allgemein die kritische Chance erhöht. So bringt es mir nicht viel. Und der pure Schaden... Schaden pro Sekunde 295... 291 bringt nicht viel. Außerdem haben wir dann Schockschaden, Durchschlagschaden und Verteidigung. Also macht nämlich gar nicht so viel aus bei den schnellen Waffen. Gut. Okay, und schon wieder geht eine Falle zu. Habe ich gesehen. Oh. Garn ist jetzt schon Miniboss. Ich habe das Gefühl, ich bin hier ganz falsch, wenn er jetzt schon als Miniboss kommt. Okay, aber du solltest auch gar kein Problem sein jetzt mit meiner neuen Strategie. Zack, zack. Das war tatsächlich sogar ein bisschen zu spät. Egal. Ich krieg trotzdem nochmal die volle Combo raus. Zack, 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 zack. Und zack und zack und zack und weg. Huch, wer kommt denn da raus? Etwa ein Kreationskrieger? Ach, da sind mehr Kreationskrieger. Oh Gott. So, und oh wow. Der schleudert sich sogar alle gegen die Wand. Coole Sache. Aua! Hilfe! Todsgesundheit ist sehr angeschlagen. Das habe ich gesehen. Okay, ich kann gerade noch so. Ja, okay. Und du solltest fast schon Geschichte sein dadurch jetzt. Oh, meine Güte. Ah, Gott. Nein. Da ein bisschen drauf. Ich krieg hier die Hälfte der Zeit überhaupt nicht mit, was passiert. Hallo, wieso konnte ich denn nicht... Okay, jetzt. Meine Güte. Und ich dachte, es sei nur eine weitere Falle. Oh. Zwei Champions und fünf normale Kriege oder sowas. Das war hart. Mehr Verteidigung und Magie. Schauen wir mal. Ja, ja. Du gibst 4 Kraft und 15. 4 Magie. Da ich auch mit Magie arbeite, passt es eigentlich. Und 4 und 4... Es hat halt die mehr Verteidigung und 6 Verteidigung zählt schon was bei den Stiefeln, deswegen nehme ich die jetzt mal. Okay. Nachdem wir... Da will ich, glaube ich, nicht runter. Okay. Jetzt nicht mal mit Rettung. Ach, verdammt. Und sogar ein ziemlich knappes Timing, muss ich sagen, ja. Da darf man keine Sekunde zu lang bleiben. Ich... Ruckel, ruckel. Ich habe keine Ahnung, was das hier von Ort ist, aber ich glaube, ich bin hier in Anführungszeichen falsch. Ich habe keine Ahnung. Also irgendwie scheine ich ja richtig zu sein. Und irgendwie ist es ja auch in Ordnung vom Schwierigkeitsgrad, würde ich sagen. Hallo, hör mal auf rumzuruckeln. Nur ich weiß nicht, ob es wirklich ein Muss-Dungeon ist, den ich gerade mache. Vielleicht gibt es mir eine Waffenerweiterung, die ich brauche. Okay, hier ist nichts. Die Frage ist, was passiert, wenn ich da jetzt nach unten gehe?
Ah, ich komme dort oben raus, ja. Vermute ich jetzt einfach mal. Ja, okay. Wandlauf. Zack. Ach so, oder das. Das geht genauso. Okay. Halt. Nein, 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 nicht ganz runterfallen. Das war knapp. Dann gehen wir halt darüber. Wie gesagt, es ist immer ein bisschen schwierig, da entlang zu gucken. Oder zu sehen, wo man dann jetzt ist. Dort geht es nicht mehr weiter höher. Hier sind zwei Kisten im Raum. Was machen die jetzt damit? Reicht das? Guter Wurf. Mehr kann ich jetzt aber, glaube ich, vorerst mal nicht sprengen. Deswegen gehen wir mal runter wieder. Und schauen uns den Raum mal einfach so an. Hätte ich das schaffen können? Nee. Und hätte ich hochwerfen können? Das hätte natürlich auch funktioniert. Ist jetzt die Frage, ob es da drüben noch irgendwas gibt. Ich muss mal schauen. Aber da es von der Kiste ist, kann es natürlich auch schwieriger sein. Achso, Wandlauf, genau. Beine wieder vergessen. Okay. Und darüber. Nein. Ach, vergessen. Verdammt. Runterhüpfen und dann. Das kann eigentlich funktionieren. Und dann hochwerfen. Ich probiere es nochmal. Wenn wir jetzt eh schon sind, dann machen wir den. Also, wenn wir jetzt eh schon hier sind, dann machen wir den Dungeon natürlich noch kurz fertig. Das sollte theoretisch von der Zeit noch reichen. Ich habe jetzt gerade eher Bedenken mit meiner. Mit meinem Festplattenplatz. Das ist es. Weil Darksiders 2 frisst schon ganz gut. Und deswegen muss ich da jetzt aufpassen. Das könnte auch das Ruckeln jetzt bedeuten. Entweder liegt es am Dungeon oder es liegt daran, dass meine Platte schon beinahe voll ist. Ja, schauen wir mal. Aber der Dungeon sollte nicht mehr allzu lange gehen. Deswegen, ich habe die Bombe fallen lassen. Okay, das funktioniert also nicht. Wie es mir scheint. Okay, gehen wir hier nochmal rüber und machen das nochmal. Nein, nicht nach oben. Ich glaube, wir sollten ja auch beinahe durch sein durch diesen Dungeon, oder? Ich darf nicht zu voreilig sein. Es kann auch sein, dass es da drüben noch irgendwo Bomben gibt. So, rüber. Und dann hier jetzt den kompletten Schwung ausnutzen. Sieht mir auch immer schön an der Wand. Ist ja vorgezeichnet. Ganz, ganz leicht. Ist ja ein kleines schönes Detail, auf jeden Fall. Okay, hoch. Hier können wir schon mal gar nichts erreichen. Das heißt, wir müssen hier unten weiter. Darüber, hier hoch. Was haben wir hier jetzt? Gar nichts, wie es mir scheint. Verdammt. Vielleicht hätte ich das doch irgendwie aktivieren können. Ich muss mal schauen. Es sind ja keine, das ist das Problem. Es sind ja schon aktivierte Bomben. Das ist ja das Blöde dran. Wenn es nicht aktivierte Bomben gewesen wären, dann könnte ich die einfach runterwerfen und dann nochmal hoch. Okay, blaue Sensen. Ganz normale. Oh, nochmal mehr. Verdammt, sie wollen mich unbedingt von meinen besessenen Sensen wegbringen. Das ist echt schade. Okay, die machen aber bloß einen Schaden mehr pro Sekunde. Also sind zwar besser, aber bloß bedingt. Du bist auch bloß dafür da, um mich abzufangen, wenn ich runterfall, oder? Ah. Weil man halt nicht runtergesehen hat, deswegen. Ja, hier geht's aber nicht entlang. Okay. Wechsel auch nicht die Karte. Na gut, ein Versuch war's wert. Halt. So. Ist immer so blöd, dass man dann gleich nach oben krabbelt. Okay. Hoch mit dir. Und muss ich da irgendwas tun? Nee, auf der... Oh nein. Okay, Kreationswächter, der hat aber nicht arg viel anfangen können. Sind die eigentlich auch stärker geworden, die Kreationskrieger? Waren das vorher auch Krieger? Ich weiß es gar nicht.
Zumindest weiß ich, dass ich sie gut umhaue mit meinem, mit meiner neuen Combo. Mit meiner neuen Entdeckten. Bitte keine Champions, danke. Vorerst zumal zumindest nicht. Nein, da ist ein Champion. Ich will aber zuerst die hier erledigen. Die Kleinen, damit die mir nicht auf die Nerven gehen. Ach, verdammt. Vor allem ist es so mies, dass die sich halt unverwundbar machen können, beziehungsweise kann dann keinen Rückstoß kassieren. Okay, aber ein Champion alleine ist eigentlich, sollte kein Problem darstellen. Gerade wegen sowas. Ja, Mist. Wenn ich mich so leicht treffen lasse, dann natürlich schon. So, und hinüber. Sehr schön. Puh. Das lief deutlich besser, aber da war es auch deutlich angenehmer von den Spawns. Kritischer Schaden, weniger Verteidigung. Nein, danke. Einfach nur weniger Verteidigung. Auch nein, danke. Bitte hier ein paar Heiltränke drin. Oh, Seite des Buchs des Toten. Der Toten. Nehme ich gerne. Scheint ja immer noch ganz gut voranzugehen. Also scheinbar sind wir immer noch richtig. So will ich ja sagen. Mit den Seiten, dass wir immer noch im ersten Kapitel sind. Ich frage mich dann, wie viele Kapitel es wohl geben wird. Okay, danke für den Schlüssel. So, und dann können wir das hier jetzt drücken, nicht drüber hüpfen. Nur für die Kiste bringt uns das jetzt gar nichts. Ich muss dort nochmal runter. Ich will die Kiste haben. Auch wenn es eventuell eine furchtbare, ja, furchtbar schlechte Waffe wieder bloß ist. Trotzdem, ich will eigentlich alle Kisten haben. Vor allem die Seiten im Buch der Toten sind so mies versteckt. Manchmal einfach bloß in Kisten. Wenn man da mal so einen blöden Krug übersieht, dann hat man da schon seine Seite übersehen. Von dem her, da kann ich halt echt nicht garantieren, dass ich da alle finde. Die Frage ist auch, was man dafür bekommt. Wenn das nicht ganz so wichtig ist, dann ist ja auch wieder in Ordnung. Nee, drüber werfen kann ich das auch nicht. Es explodiert viel zu schnell. Okay, es geht, es geht, es geht. Nein! Ach, verdammt. Ich kann nicht so hoch werfen. Das muss doch gehen. Komm schon. Hoch wieder. Ich will diese Kiste jetzt haben. Gibt's doch nicht. Weil man kommt nicht mehr von der anderen Seite hin. Und es gibt auch keinen höheren Stock mehr. Um genau zu sein, glaube ich, dass es das fast schon das war mit dem Dungeon. Wir können ja mal kurz auf die Karte gucken. Das war die falsche Taste. Von dort aus halt runter, genau. Kommen wir hier, ja. Ein Raum vom Ende. Das heißt, die letzte Truhe. Ah, ich habe sie nicht verloren, die Bombe. Okay, prima. Puh. Also es war gar nicht so schwierig, wie ich mir dachte. Also ich dachte es mir, dass es so geht. Es war ein bisschen knifflig, sagen wir es so. Immer noch besser, aber na, von den besseren die schlechteste, so muss ich es ja sagen. Außerdem diese Verteidigungserhöhung, die ist einfach auch Gold wert. Okay. Öffnen wir das und damit haben wir unseren zweiten Dungeon abgeschlossen, glaube ich. Mal sehen, was wir bekommen. Vielleicht irgendwie eine Schlüsselwaffe, die wir brauchen für die Gussfestung. Oh, das war wirklich alles bloß optional. Das wäre natürlich mega. Das wird mir sehr gefallen, wenn das jetzt keine Zwangswaffe ist. Knochenspalter. In den Händen eines geschickten Schmiedes gewährt dieser Hammer die Fähigkeit, mächtige Waffen und Rüstung zu erschaffen. Bring ihn zu Valus in Dreistein. Valus? Hier ist so ihr Bruder? Interessant. Das würde ich sagen. Die zerschlagene Schmiede ist geschafft. Wir haben also tatsächlich nochmal einen Dungeon geschafft. Und das ist halt, was mache ich denn so?
Ich komme nie damit klar, dass Menü und Karte in einem, also in einem Feld theoretisch sind. Knochenspalte. Schade, es sah nach einem coolen Hammer aus. Ist es auch, aber nicht für mich. So will ich das jetzt sagen. Oh, dachte ich mir doch, dass es hier eine Münze gibt. 15 Münzen schon. Damit können wir uns vielleicht bald mal irgendwann eine Kiste kaufen. Das einzige Problem ist, dass es auch Gold kostet. Und das ist eigentlich das, was ich nicht habe. So, ich wusste zwar nicht mal, dass ihr Bruder Valus hieß, aber zu dem können wir jetzt nochmal kurz gehen und ihm den Hammer geben. Die verlorene Schmiede haben wir ja jetzt erkundet. Und damit soll es theoretisch auch erstmal gewesen sein. Wie gesagt, jetzt geben wir noch die Quest ab. Die Quest, die wir niemals erhalten haben. Und dann gehen wir das nächste Mal weiter durch den Fjord. Und zur Gussfestung. Die Feuerprobe. Mal sehen, ob wir dort auch einfach so hinkommen. Wahrscheinlich nicht. Die Feuerprobe wird wahrscheinlich sein wie die Narbe. Dass wir dort einfach noch nicht hinkommen. Jetzt gehen wir, wie gesagt, erstmal zu Dreistein. Nach Dreistein? Keine Ahnung. Wir gehen zumindest in die Stadt. Und ja, wie gesagt, jetzt muss ich bloß mal schauen, wer dieser Valus war. War das ihr Bruder? Ja, es wäre der einzige Schmied hier. Wir haben einen Alten, wir haben eine Schamanin, wir haben einen Kämpfer, wir haben eine Händlerin und wir haben einen Schmied. Von dem her, es bleibt nicht arg viel übrig. Ich habe einen Hammer für dich. Dann halt nicht. Valus scheint nicht sehr beeindruckt. Ja, er beklagt den Verlust seines Freundes. Valus hat einen Freund? Ja, seinen großen Hammer, Knochenspalter. Er hat schon viele Riesen gefällt. Aber Valus verlor ihn in einem Verlies westlich von hier. Das lastet schwer auf ihm. Wenn du meinem Bruder seinen Knochenspalter zurückbringen kannst, wird er dir dankbar sein. Und dir vielleicht eine ordentliche Waffe schmieden. Und das war jetzt komisch, weil da stand doch gerade bloß dran, ich helfe nur den Kreationen. Oder? Als Frage. Das hatte überhaupt nichts mit dem Text zu tun. Oder habe ich mich jetzt bloß verlesen? Das müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass diese Übersetzung nicht ganz so perfekt sich einordnet, wie schon vorhin gesagt. Dieses Verlies. Was hatte Valus in einem Verlies zu suchen? Wir hofften, die zerstörte Schmiede darin wiederherzustellen. Aber sie wurde verdorben und von Meer und Ungeziefer überrollt. Wir entkamen so gerade mit unserem Leben. Und das war nicht Karns Verdienst. Dieser Bub hat euch geführt? Ja, zu dieser Zeit sahen wir darin kein Problem. Doch Karn würde alles tun, um sich zu beweisen. Ich fürchte, eines Tages wird er zu weit gehen. Dann verlange ich meine Belohnung. Erschafferblut! Du hast ihn bereits gefunden? Tod! Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Mein Bruder dankt dir. Es ist zu lange her, seit sein Freund an seiner Seite war. Jetzt wird er Wunder fertigen, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat. Ich überlasse dich deiner Arbeit, Valus. Solltest du wieder einmal des Weges kommen, dann findest du hier vielleicht Gegenstände noch größerer Macht. Oh, Valus war fleißig. Es gibt neue Waren. Okay. Na, ein paar ganz nette Sensen, aber da habe ich jetzt deutlich bessere. Spektraler Hammer. Okay, okay. Schockschaden, halt, das will ich gar nicht. Axt, oh, cool. Schaut auf kritische Schadenkraft, Glefe. Also auf jeden Fall jetzt sehr viel mehr blaue Sachen. Es gibt jetzt an sich gar keine normalen mehr. Und das ist schon mal gar nicht schlecht. Schlägerharnisch, Kraft und Gesundheit. Aber ganz ehrlich, 14.000? Viel zu teuer. Erfahrung und gefundenes Geld ist halt schlecht. Was habe ich denn jetzt gerade für Schoner? Schauen wir bloß ganz normale. Aber da wäre auch mein ganzes Geld wieder weg. Von dem her, zumindest habe ich einen Levelaufstieg. 1100 Gold und 110 Erfahrungspunkte. Prima. Oh, du bist es, Reiter. Hast du nochmal was für mich? Nee, ich kann nur bei dir ankaufen. Okay, sehr schön. Dann skillen wir nochmal. Jetzt ist die Frage, das können wir erst mit 8 skillen. Das ist schon eine ganz coole Fähigkeit, kann man mal nutzen. Vor allem,
Gerade wo diese ganzen Kreationsviecher um mich rum waren und dann auch noch der Große da war. Dass es alle wegschleudert, ist eine coole Sache. Und... So um die 70 Schaden mehr. Wobei, hilft es wirklich was? Mehr Schaden. Die benutze ich, um kleine Viecher wegzubekommen, wenn kleine und große Viecher gleichzeitig da sind. Das heißt, es wäre nicht so mega notwendig. Wenn ich die nehme, dann könnte ich mir fast schon den Aegis holen. Erhöht die Verteidigung von 61. War das vorher nicht weniger? Skillt es auch mit der Dings hoch? Mit meinem Level hoch, der Schaden? Versagt alle 0,5 Sekunden 14 Schadenspunkte, tatsächlich. Und das sind jetzt keine 16 mehr, sondern 22. Aha. Okay, also meine Fähigkeiten skillen automatisch hoch. Das ist natürlich sehr gut. Dann werden sie nicht irgendwann einfach nutzlos, sondern machen eben noch gut Schaden. Ja, das ist nicht so mega. Der endlose Zorn wäre ganz cool. Die Ernte, wie gesagt, die 70 Schaden brauche ich für diese Fähigkeit an sich nicht zwingend. Wäre zwar cool, Flächenschaden mit mehr Schaden. Also ein Flächenangriff mit mehr Schaden, aber ich glaube, dass es vorerst mal nicht notwendig wäre. Während dann ist die Chance, mit Feinden einen kritischen Treffer zu landen, erhöht. Okay, das hat irgendwie was. Durch alle Angriffe von Tod verursacht wird. Oh, das ist natürlich super. Rote Ernte. Ja, brauche ich nicht so dringend, weil ich nicht zwingend mit Reaper spielen will, mit dem Reaper. Finde ich immer so ein bisschen gecheatet. Genauso wie diese starken Rüstungen. Wenn man dann einfach in Reaper-Gestalt alles ummäht. Manchmal muss es vielleicht sein, aber nicht immer. Dann nehme ich den Aegis. Ja, und ich habe nochmal einen Punkt. Krass. Und wirst du jetzt länger oder... Wow, das erhöht sich aber doch schon um einiges. Ums Doppelte. Ich weiß halt nicht, wie viel das bringt. Aber ich mache jetzt erstmal die Zornregeneration. Die Zornregeneration 40%. Das mache ich jetzt mal, ja. Dann kann ich nämlich hier auch weitermachen mit der Todesblüte. Dass ich dann alles im Umfeld springe, weil dann habe ich auch so einen kleinen Flächenangriff. Den ich dann auch mal nutzen kann gegen ein großes Vieh und dann die Kleinen wegzubringen. Ich glaube, ich habe langsam meine Skillung gefunden, die mir ganz gut gefällt. Sehr schön. Und ja, damit würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht mit Darksiders 2. Death Lives. Und das fange ich nochmal von neu an, weil das war irgendwie ganz komisch. Also, ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht mit Darksiders 2 Death Lives. Wenn wir weiter durch den Fjord gehen und die Gussfestung befreien und damit die Tränen des Bergs wieder in Dreistein ankommen lassen. Also dann, ciao!